Wow. Wenn ihm das mal keinen Strike gibt oder so. Guten Morgen zum nächsten Türchen. Wir spielen Pizza Master. Best Pizza in Town. Also bei der Einrichtung würde ich das auch sagen. Weißt du, da geht man vorbei. Und wenn das nämlich... Nein, das ist nicht auf den... Wäre die Schrift jetzt so auf der Scheibe, dann würde man das ja falsch lesen von draußen. Aber da steht also nichts auf der Scheibe. Man geht da vorbei und sieht einfach nur diese Tische da drin und denkt sich, schnell weiter, das ist creepy. Die Tür ist so hoch. Aber alles andere ist ein bisschen... Dafür gibt es hier schön Parmesan und Ketchup. Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht mit Pizza aus. Gleich am Anfang. Ich bin kein Pizza-Fan. Ich mag Pizza nicht, Pizza ist langweilig. Und ich habe einmal eine Pizza in meinem Leben gegessen. Aber das war vor ein paar Jahren. Weil mir immer gesagt wurde, Pizza braucht Käse. Und ich mochte keinen Käse, also habe ich nie Pizza gegessen. Ganz einfach. Und dann habe ich mal... Ein Freund von mir gesagt, so, ja komm, wir machen mal Pizza ohne Käse. Und ich so, hä? Ich denke, das geht. Und dann war es auch langweilig. Also ich habe auch nichts verpasst. Aber Pizza Master, da würde ich hingehen jeden Tag und sagen, oh ja, schmier mich voll mit Käse, damit ich Tavern Master spielen kann, was auf Steam gibt. Sieht gar nicht so scheiße aus, was ich sehen kann an diesem 1-Sekunden-GIF. Oh mein Gott, hallo. Hallo, willkommen zu meiner Pizzeria. Mein Name ist Enzo. Ich werde dir alles zeigen. Zum Beispiel, wie man den Sound leiser macht. Meine Fresse. Ein paar unserer Kunden kommen. Ein paar. Andere haben was zu tun. Oder sind immer noch ein bisschen sauer, dass ich sie gestern geghostet habe. Aber ein paar kommen. Mal gucken, was sie wollen. Hallo, ich hätte keine Wurst. Warte mal, warum... Kann ich das da oben links nicht sehen? Das ist ja schon mal jetzt scheiße. Warte ganz kurz, ich probiere das mal wegzumachen. Nö, kriege ich nicht weg. Ich habe neu gestartet und alles. Omers. Omers ist italienisch und heißt Freunde, die Pizza mögen und bei dir kaufen, ohne zu bezahlen, sondern anschreiben lassen und niemals wiederkommen und deshalb wirst du in Ruin getrieben und machst Selbstmord und sie freuen sich, obwohl sie dich gar nicht mal wiedererkennen und gehen dann trotzdem dran vorbei und dann ist eine Boutique und dann gehen sie rein und machen den gleichen Scheiß wieder, weil sie schlechte Menschen sind. Also eine Kurzform. Kann ich eine XL-Pizza haben, bitte? Dann, die kotze ich eh wieder aus. Mit Käse, Soße. Ach, Soße ist was total Tolles. Also es gibt Soße und es gibt Soße und Pepperoni, Dankeschön. Aber wenigstens sagt sie Danke. Aber, eher so, thank you. Also so ein bisschen passiv-aggressiv. Warten Sie bitte! Mein Gott, wie kann ich denn erwarten, dass Sie eine Pizza wollen? Mit Käse. Okay, und Soße? Wo sind wir denn hier? In der Pizzeria, warte. Das ist unsere Küche, wo wir die Pizza machen werden. Wo ich auch wieder nicht alles lesen kann. Hä? Aber trotzdem sehe ich alles. Egal, geht auf Steam und holt euch das andere Spiel. Die Musik, ey. Die 90er. Oben rechts siehst du die Zutaten und lass uns erstmal Soße drauf machen. Einfach nur Soße. Es gibt nur eine Soße. Die Leute von euch, die Pizza kennen, die wissen, werden jetzt sagen, ja, es gibt eine Pizzasoße, du Vollhonk, doof Mann. Es gibt nichts anderes. Pizzasoße! Pizzasoße! Und dann lauft ihr raus und erschießt einen Hund. Weil der Hund, der kommt dann auf die Pizza rauf. Das ist mein Soßenhunde. Nein, warte. Ich wollte jetzt Hotdog sagen, was macht ja keinen Sinn. Sagt ihr trotzdem. Hotdog-Pizza. Okay. Wir sollen es anklicken und dann verschmieren. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Das war wie so ein Zen-Garten. Und jetzt lass uns auch Käse drauf tun. Lass uns nicht. Mist, ich muss. Okay. Weißt du, Käse, so geht ja noch. Aber das wird ja, wenn es heiß wird, schmelzen. Und geschmolzener Käse ist, glaube ich, eine der ekligsten Sachen. Also, noch ekliger wäre irgendwie Kot. Aber, warte kurz. Ich muss kurz was trinken. Um den Geschmack wegzubekommen. Um Pepperoni raufzupacken, musst du es mal auswählen und dann auf der Pizza klicken, wo du es haben möchtest. Tu mal 10 rauf. Okay. Deine, da. Oh, wir machen das richtig schön, damit sie auch Ich meine, sie ist alleine. Vielleicht holt sie das für ihre Freunde, die währenddessen voll Spaß haben, ohne sie. Und sagen sie, du, Vera. Und dann, ja, geh mal Pizza holen für uns alle. Du bezahlst. Wir gucken den Film weiter. Okay, ich bin Opfer. Weißt du, so. Das ist jetzt nicht sehr ausgeglichen gewesen, weil ich nicht zählen kann. Was soll's. Wenn du fertig bist, die oben drauf zu packen, dann, warum soll ich das jetzt schneiden? Schneidest du wie die Pizza. Immer in 6 Stücke. Immer! Es gibt keine 5, es gibt keine 7. Immer 6. Okay. Ah, jetzt müssen wir gucken, damit alles ein bisschen gleichmäßig ist. 1, 2, 3. Gute Arbeit, dankeschön, Eriko, Eiko. Wie heißt du nochmal? Entschuldigung, deine Fresse ist einfach so seltsam. Da kann man den Namen nicht merken. Jetzt geht's daran, die Pizza auch zu backen. Klicke auf Backen. Mein Gott, wird ja noch schlimmer. Wieso ist da so viel an der Wand und in meiner Pizzeria überhaupt nichts? Das riecht richtig gut. Und damit meine ich meine Momo. Dankeschön. Wo ist mein Geld? Oh, sie hat den Fahrstuhl genommen. Stimmt, man kommt auch gar nicht raus. Also die Tür ist voll zugestellt mit Tischen und Stühlen. Was für ein Dreck ist das denn? Ist das nicht irgendwie gegen die Sicherheitsvorschriften? Ich glaube schon. Okay. Jetzt kommen wir gleich zu dem nächsten unfreundlichen Typen. Wo kommt ihr her? Macht ihr dieses, guck mal, hier ist ein Fahrstuhl, dann gehen sie so in die Knie und dann krabbeln sie raus, aber ich sehe sie ja nicht rausgehen. Das heißt, hier unten muss eine Falltür sein. Er ist nicht fertig gemalt. Oh, lieber Spielehersteller, ne? Ich als Experte, einfach ein bisschen nach unten, das Bild hier. Du wolltest nicht fertig malen, was ja auch in Ordnung ist, brauchst du ja auch nicht. Aber ich als Experte in Virtual Novels, da weiß ich, nein, nicht wirklich, aber trotzdem hier ein bisschen runter und dann geht das. Das ist ja hier der Vordergrund, der Hintergrund, das verstehen viele von euch Zuhörern jetzt nicht, weil ihr seid keine, das kennen nur Leute, die sich damit auskennen. Ihr wisst nur, dass das hier ein, ich habe die Farbe vergessen, das ist nicht orange, das ist nicht gelb, das ist eine andere Farbe, die ich euch jetzt nicht sagen kann, weil das ist ein Berufsgeheimnis. Ihr dürft nicht alle Farbennamen kennen. Das sind zu viele und das ist nur für wichtige Leute. Für euch reicht sowas wie gelb und grün, so basic shit, weißt du? Ich lache euch aus, während ich auf euch runterspucke, ihr Pack. So, Else heißt. Aha, ist das eine Anmache? Achso, du Pizza, Entschuldigung. Just Cheese. Du bist ekelhaft. Ich will dich gar nicht mehr und dein Else heißt. Also, was ist das für eine Nase? Das kommt davon, wenn man nur Käse isst. Du siehst aus wie ein Bär aus dem Bilderbuch mit den Ohren. Bist du in Wirklichkeit ein Bär? Hast dich hier verkleidet? Bist du Winnie the Pooh? Der hat auch diese Farbe. Ist Pooh black? Warte, das kam falsch rüber. Wenn man das auf Englisch sagt, dann Pooh's brown. Pooh-Bär, Winnie der Pooh-Bär ist wirklich, ja, in Wirklichkeit ein schwarzer Gangster-Rapper. So, nee, nicht mit dem Shirt. Nicht mit diesem Shirt. Also du bist mir super unsympathisch. Warum lächelst du so? Das sind Mixed Messages, die du mir gerade bringst. Aber okay. Lächel nicht so. Warte. So. Ist er ein bisschen genervt, weißt du? Jetzt sagt er so, ja, ich habe so einen scheiß Tag heute. Ich bin schon wieder auf die Nase gefallen. Jetzt brauche ich erstmal Käse, damit mein Eigengeruch weggeht, weil ich nicht mehr dusche. Okay, Entschuldigung, ich laber zu viel. Let's Play. Stimmt, das heißt Let's Play, nicht Let's Talk. Ich habe mich gerade selbst intensiv mit meinen Fehlern und meinen Verbesserungswünschen auseinandergesetzt und werde ab sofort nicht mehr so viel reden, sondern mehr spielen. Gut, Selbstreflektierung ist wichtig im Alltag und daraus die ergebenden Veränderungen an sich anzunehmen. So, gut. Else heißt Pizza, Just Cheese. Okay, Just Cheese. Ach nee, L, ist das L? Es gibt nur eine Größe. Wie? Wenn das mal bei anderen auch so wäre. Es gibt nur eine Größe. Wie langweilig. Wir machen jetzt immer perfekte Slices für ihn. Weil damit er wiederkommt. Oh ne, warte. Upsi. Darf ich nochmal? Ich habe vergessen, dass ich nur 6 machen soll. ja, das ist für Leute, nein, das ist extra so, weißt du? Manchmal hat man Lust auf viel Pizza, dann kann man so einen Riesenslice und muss nicht zwei nehmen, weil sonst heißt es, warte mal, hast du 2 Stücke Pizza genommen? Dabei waren es nur kleine. Und dann hört sich automatisch an, als ob du ein Vielfraß wärst und Scheiße und so. So richtig so ein egoistisches Arschloch. Aber wenn du sagst, ich habe nur 1 Stück Pizza gegessen und das ist dann halt das hier, ne? Dann, warum kann ich nochmal schneiden, wenn es immer 6 sein müssen? Willst du mich testen, lieber Enrico oder wie du heißt? Versteht ihr? Das heißt, wenn ihr sagt, oh, ich mach mir eine Schüssel Cornflakes, nimm einfach die Hundeschüssel. So. Lifehacks. Oh, danke. Oh, jetzt bist du doch nett. Er hat sich ein bisschen gelegt. Er hat bis 10 gezählt, hat gesagt, hey, andere können nichts dafür, dass ich ein Vollidiot bin. Und deshalb, danke. Riecht super. Wann kriege ich mein Geld? Tschüss. Oh, hi. Da haben wir die erste SJW. Hallo, ich möchte gerne eine L-Pizza mit Tomatensoße, Pepperoni und nur die Hälfte mit Käse. Danke. Okay, wenigstens nett. Nur die Hälfte. Mit Soße war das aber, ne? Also zuerst die Soße, hat er gesagt. Wow, was für eine coole Pizzeria. Dann die Hälfte mit Käse. Und dann Pepperoni. Aber die Pepperoni überall hin, oder? Ein noch. Immer 10, hat er gesagt. Oder? Warum ist es so schwer, in der Pizzeria zu arbeiten? Ich nichts verstehen. Ich brauche immer Anweisungen. Setz mich in die Ecke und fertig. So, und jetzt schneiden wir... Jetzt ist es schwer jetzt. Die wollen ja irgendwie nur Käse, also machen wir das so. Keiner will, glaube ich, Käse und so... Nee, ich glaube nicht. Das heißt, wir machen das so und... So und so. Ich glaube, es ist perfekt. Eine perfekte, nicht wirklich, aber richtig gut. Danke, riecht gut. Kannst du mich mal loben, wie gut ich das gemacht habe? Dass es gut riecht? Okay, weiß ich nicht. Ich habe Corona. Aber kannst du mal andere Sachen loben, wie zum Beispiel mein Outfit? Oder wie ich dich anlächle, während ich dich eigentlich hasse? Meine Fähigkeit? Das kann nicht jeder. Oh nein, jetzt kommen die Franzosen auch noch. Ich möchte eine mittlere Pizza mit Käse und Pepperoni. Ich habe auch nichts anderes. Guck mal, ich habe auch nichts anderes. Und Enrico oder ich renne weg. Typ, mein Chef. Der hat das immer gleich schon mir hingelegt. Das ist voll nett. Also extra viel Käse. Komm, gib mir ein bisschen mehr. Oh, komm, was ist das? Der gibt doch ein bisschen mehr Käse. Er will nur Käse. Ach, langweilig. Und dann 10 Pepperoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voll nice, oder? Boop, boop, boop. Das macht Spaß. Aber ich glaube, das ist wie Papers, Please. Am Anfang noch so, ach, voll entspannend. Und später, oh mein Gott, ich will dann mit deinem Chef sprechen. Ich habe doch gesagt, 10,5 Pepperoni. Oh, dies schmeckt ja unglaublich gut. Du hast sofort reingebissen. Da ist nur Käse und Pepperoni, ne? Ja, nee, ich bin der beste Pizza. Pizza ist so langweilig. Während ich das spiele, mag ich Pizza noch weniger. Nicht, weil das Spiel scheiße ist, sondern weil Pizza scheiße ist. Entschuldigung. Nee, freut mich, wenn du das magst. Super. Ja, gib mir Geld. Mir egal. Ich judge nicht. Niemanden. Macht, was ihr wollt. Einige, die essen... Ass. So, okay. Bam, bada, bam. Pilz? Warte mal, all diese Pizza haben zusammen $14 gekostet. Wann spielt denn das? Und wir haben 7 dafür ausgegeben. Und jetzt kann ich was machen? Oh, könnte man alles sehen, wäre das richtig interessant jetzt. Hier kannst du Upgrades für deine Pizzeria. Warum plötzlich meine Pizzeria? Oben links kannst du sehen, wie viel du hast. Oh ja, kann ich, danke. Nee, glaube ich dir. Ich vertraue dir da total. Lass uns einmal einen Tip-Jar kaufen. Das heißt, wenn wir gut arbeiten, kriegen wir ein... das ist Amerika. Kriegen wir ein Trinkgeld. Okay, das ist schön. So können wir jetzt nach und nach die Pizzeria eindekorieren und die Qualität erhöhen und sowas. Könnte man es sehen. Vielleicht gibt es ja auch auf Steam. Also das würde ich länger spielen. Vielleicht nicht als Let's Play, weil es langweilig ist. Also müsst ihr mir sagen, bitte lobt mich in den Kommentaren. Also auch für alles, was nicht das Spiel angeht, sondern überhaupt. So. Oh, Licht wäre auch ganz schön. Oder Menü. Weißt du, so Sachen, die relativ wichtig sind. Okay. Hier, ich sehe noch, das könnte ein Pfeil sein. Wir machen nochmal. Ich will gucken, ob wer mir hier Tipp gibt. Und dann hoffentlich nicht dieser L-Typ, weil schon der Tipp tut dann weh. Oh, ich habe gerade über dich geredet. Stammkunde, hallo. Ja, na, möchtest du nochmal nur Cheese? Ich glaube, du solltest aufpassen, ist nicht gesund. Pizza mit nur Käse, jeden Tag. Oh, oh, Aorta. Okay, was soll's. La 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 la, ich bin ganz schnell und mache extra viel Käse außen. Seht mal, guck mal, ich habe richtig viel Käse hier. Überall. Und dann schneide ich das wieder super gut. Ich habe es letztes Mal nicht gut geschnitten, aber jetzt habe ich besser geschnitten. Und jetzt, das ist genau, was ich gefragt habe. Oh, wow, das war auch viel zu schwer. Du hast mir 32 Cent reingeworfen. Wie denn das? Oh, hallo, Opi. Ich habe echt Gutes über deine Pizzeria gehört. Kann ich bitte eine kleine Pizza haben mit allem? Sag einfach mit allem. Das ist nett. Also das ist ein wholesome Game, ne? Würde ich mal sagen. Es ist echt nett. Und es ist super fordernd. Also ich bin, boah, guck mal, ich muss zuerst die Soße machen. Auch wieder 10 Pepperoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und auch wieder ein 6 schneiden. Warum schneiden wir immer? Können wir nicht einfach lassen? Warum können nicht mehrere Kunden auf einmal? Riecht richtig gut. 23 nur. Okay, du bist der erste Mal hier. Oh, du warst schon mal hier. Ich muss da gar nicht mehr lesen, was die sagen. Oder hat sie was gesagt? Irgendwie die Hälfte nur? Wir machen mal falsch. Oder ist es richtig? Ich habe nicht aufgepasst. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ich mache mal ja voll, nur halbherzig jetzt. Mal gucken, was sie sagt. Ob sie sich trauen, überhaupt gegen mich was zu sagen. Das riecht gut. 76, dabei habe ich nur halbherzig gearbeitet. Ist das irgendwie eine Anspielung auf das Leben? Auf YouTube? Entschuldigung, ich bin in letzter Zeit ein bisschen salty. Weil ich manchmal echt Videos sehe, wo nur jemand sitzt und reagiert auf irgendwelche TikToks. Und einige haben dann gesagt, ja, aber Let's Plays sind ja auch nur reagieren. Na, also... Ich finde Reaction-Videos eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man wirklich darauf reagiert, wenn man wirklich dazu was sagt und aktiv schaut und sowas, ne? Ihr wisst, was ich meine. So wie meine früheren, finde ich, Vorlesesachen oder sowas auf GateKlaro. Aber die saß da einfach nur und hat hahaha, ja. Oder dazu kann ich echt nichts sagen. Wo ich gedacht habe, du hast jetzt gerade nur 4 TikToks gezeigt und hast 100.000 Aufrufe. What the fuck? Mit einem Sponsor und Werbung hinten und vorne. Ja, okay, Entschuldigung. Salty Gate. Braucht ein bisschen Sugar. Eine MTL-Pizza. Ja, ich möchte überhaupt keine Toppings. Was hast du vor? Ah, er geht in den Wald. Und sie wollten nicht das Cookie-Spiel spielen, sondern es sind diesmal mehrere. Er hat eine große Gruppe von Freunden, das sind 20. Und diesmal spielen sie das mit einer Pizza. Aber warte, wenn ich das schneide, dann können sie das Spiel nicht mehr spielen. Mache ich dann jetzt nicht kaputt? Great Pizza, danke. Mach doch dann selbst. Und 55 Cent auch noch. Okay, ich bin verwirrt. Ist egal. Wie gesagt, kein Judgment. Macht alle, was ihr wollt. Cool. Wir können uns leider... Doch, wir können uns Slack oder Open Science holen. Oder... Ings Quality oder Inequality. Oder nichts. Wir holen uns das nichts. Nein, ist lustig. Ich höre mal jetzt auf, weil es ist lustig. Es ist wieder viel zu lang dafür. Wir haben 2 Tage gemacht. Die Musik geht auch irgendwann auf den Sack, aber geht noch. Ich finde ja Saxophonmusik ganz angenehm im Hintergrund. Das Chipjar ist echt wichtig. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich. Ich werde ab sofort immer Trinkgeld geben. Haha, Bullshit. So. So viel zu reden, so wenig Zeit für diese Pizzeria. Nein, ich will bloß nicht zu lange Videos machen, sonst, ne? Leute und lange Videos geht nicht. Öl, Wasser, so, ne? Also, bis auf ich. Bin ich auch Öl dann oder bin ich Wasser? Was ist jetzt was? Ich liebe ja, wenn ein interessantes Video länger ist. Bei mir ist es eher andersrum. Wenn ein Video zu kurz ist, klicke ich nicht rauf. Wenn ich etwas ist, was ich gucken möchte, wie zum Beispiel irgendwie ein Let's Play oder irgendwie wir haben unser Wohnwagen umgebaut oder sowas. Und wenn das dann in 6 Minuten geht, dann denke ich mir, nee, klicke ich nicht rauf. Vielleicht kennt ihr das. Könnt ihr mir mal erzählen. Oder irgendwie, naja. Es kommt immer auf das Video an. Sagen wir mal so. Sind wir mal jetzt total ehrlich und gut und nett und so, ne? Hallo du schon wieder. Das machen wir doch gerne nochmal. Um einfach nur nochmal zu gucken, welche Qualität sie zu erhöhen. Guck mal, ich mache jetzt voll falsch. Warum dürfen sie mir nicht sagen, wie viel? Can't wait to try it. Schmeckt genauso wie gestern. Langweilig wahrscheinlich. Guck mal, jetzt ist er ein richtiger Kunde geworden. Yay! Okay, spielt dieses Spiel, wenn ihr es findet. Ne, macht Spaß. Macht wirklich Spaß. Jetzt bin ich auch kurz davor auf den Steam hier Tavern. Weil Pizza ist nicht so meins, aber vielleicht Tavern? Tavern Master? Gucke ich gleich mal nach. Wenn ihr dazu ein Let's Play haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Liked und abonniert. Ne, abonniert. Ja, macht das überhaupt keinen Sinn? Macht überhaupt keinen Sinn, oder? Doch. Nee. Hört sich nur so an, als ob es Sinn machen würde. Deshalb sagen die Leute das immer. Aber abonniert, dann kriegt ihr bestimmt auch Tavern Master von mir. Und betet für mich und sendet mir Geld und pflanzt einen Baum für mich. Und darunter begrabt ihr ein nervtötendes Kind als Dünger. Dann hat es wenigstens ein bisschen Sinn im Leben gehabt. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao, tschüss, tschüss. Sag mal tschüss. Uppi. Ach man, da kann nicht mehr. Das tut mir echt leid. Ah.